Hallo, ich bin Jens Geier, herzlich willkommen zu meinem Videopodcast. Am 23. Juni nach einer hochemotionalen, weiß Gott wenig sachlichen Kampagne hat eine knappe Mehrheit von 51,9% der Menschen in Großbritannien für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Das ist das erste Mal in der Geschichte der EU und es ist mehr als bitter, vor allem für die Menschen in Großbritannien und gleich aus ganz vielen Gründen. Zum einen lässt das Referendum ein zutiefst gespaltenes Land zurück. Während England und Wales für den Austritt stimmten, gab es in Schottland, Nordirland und Gibraltar eine deutliche Mehrheit für den Verbleib. Die Briten und Britinnen über 50 stimmten mehrheitlich für den Ausstieg, Menschen unter 50 dagegen. Außerdem war das Ergebnis denkbar knapp. 48,1% aller Briten haben für eine gemeinsame europäische Zukunft votiert und müssen die EU nun trotzdem verlassen. Zum anderen ist selten eine politische Debatte um eine so wichtige Frage dermaßen demagogisch und populistisch geführt worden. Dass die Labour-Abgeordnete Jo Cox wenige Tage vor dem Referendum bei einem abscheulichen Attentat ermordet wurde, ist eben kein Zufall, sondern die Folge der aufgeheizten, radikalen, teils offen rassistischen Stimmung, mit der das Brexit-Lager Wahlkampf gemacht hat. Denn eins der Hauptargumente der Brexit-Befürworter war es, die Zuwanderung aus anderen EU-Staaten zu stoppen. Seit dem Ja zum Brexit überrollt jetzt eine Welle von Hasskriminalität das Land. Die britische Polizei spricht von einer Zunahme von 57% gegenüber dem Vormonat. Außerdem hat der Brexit weltweit für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt. Das britische Pfund fiel auf den tiefsten Stand seit 1985. Die Börsenkurse fielen von Asien bis Europa, oft im zweistelligen Bereich. Billionen Pfund wurden vernichtet. Der Treppenwitz ist, Großbritannien hat dadurch in wenigen Stunden mehr verloren, als es die letzten Jahre an die EU überwiesen hat. Viele große Unternehmen überlegen, ihren Sitz von Großbritannien in die EU zu verlegen und. Hinzu kommt, dass das Brexit-Lager schon am Morgen nach der Wahl von vielen seiner Wahlversprechen Abstand genommen hat. Das meiste, was Nigel Farage und Co. versprochen haben, waren schlicht Lügen, die sie jetzt, wo alles zu spät ist, sogar einräumen. 350 Millionen Pfund pro Woche ins Gesundheitssystem stecken, leider doch nicht machbar. Einwanderung radikal reduzieren, können wir gar nicht. Endlich raus aus dem europäischen Binnenmarkt. Es wird weiterhin freien Handel und den Zugang zum Binnenmarkt geben. Es gibt einen Plan für den Austritt, nada, nix. Stattdessen haben Premierminister David Cameron und das Brexit-Lager die Zukunft ihres Landes verzockt, um die Reihen zu schließen und ihre politischen Karrieren zu retten. Das ist der Gipfel an verantwortungsloser Politik. Dennoch müssen und werden wir den Willen des britischen Volkes respektieren. Niemand kann sich in diesen Tagen noch mehr Unsicherheit wünschen. Um das Ergebnis des Referendums umzusetzen, muss Großbritannien jetzt die EU offiziell in Kenntnis setzen. Das ist so in Artikel 50 der EU-Verträge geregelt. Danach sind maximal 2 Jahre für Austrittsverhandlungen vorgesehen. Dem Gesamtergebnis müssen dann alle 27 Mitgliedstaaten und das EU-Parlament zustimmen. Es ist wichtig, dass die Austrittsverhandlungen jetzt ohne Verzögerung aufgenommen werden. Die britischen Konservativen haben angekündigt, dass es jetzt doch nicht so eilt. Aber wir werden nicht zulassen, dass die einen ganzen Kontinent in Geiselhaft nehmen, bis sie ihre innerparteilichen Streitigkeiten ausgeräumt haben. Und eins ist klar, es gibt keine Extrawürste für Großbritannien. Wer geht, kann nicht auch noch mit Vorteilen belohnt werden. Und deshalb wird Großbritannien für seinen weiteren Zugang zum Binnenmarkt zahlen müssen, wie beispielsweise Norwegen das auch tut. Und das heißt, sie zahlen am Ende des Tages möglicherweise mehr in den EU-Haushalt, als sie es heute tun. Aber eins ist auch klar, die Regierungen der Mitgliedstaaten dürfen nicht so weitermachen wie bisher. Die EU muss sich ändern, muss mehr sein als Kürzungsdiktate und neue Märkte. Jacques Delors hat mal gesagt, in einen Binnenmarkt kann man sich nicht verlieben. Wenn wir ein besseres Europa wollen, ein Europa der Menschen, eins das begeistert, dann müssen wir auch was dafür tun. Wirkliche Reformen für Wachstum und Beschäftigung, für ein Europa der Vielfalt, der Toleranz und der Gleichberechtigung, das die wachsende Ungleichheit und wirtschaftliche Stagnation überwindet. Vielen Dank für Ihr Interesse.